Der nächste ist Hannes Blitzer. Er stellt uns vor Beyond WebGIS Empowering Storytelling with Maps and Data. Ja, kann man mich hören? Wunderbar. Genau, ich möchte mit euch einen Blick hinter oder jenseits der klassischen WebGIS-Applikationen werfen, die man sonst kennt, also jenseits von Layer-Tree-Tools und Get-Feature-Info. Kurz zu mir, ich bin ein Kollege von Jan Suleiman. Neben Entwicklung und Vertrieb bin ich noch in Training und Support aktiv. Wenn ihr Fragen habt, im Anschluss kommt zum Stand, Restrestand. Genau, zum Thema Scrollytelling. Ich würde mal behaupten, dass jeder sowas schon mal gesehen hat, entweder im Bereich Journalismus oder im Bereich von irgendwie kommunalen Planungen. Man erzählt interaktiv eine Geschichte, das heißt, man lockert einen großen Text oder eine große Story auf mit multimedialen Elementen, wie beispielsweise interaktiven Charts, Animationen oder auch Videos. Man findet das, wie gesagt, sehr oft in der Zeit, in der FAZ, in der New York Times habe ich das neulich gesehen oder auch sehr oft im Berliner Tagesspiegel. Und das ist wirklich eine Möglichkeit, mal so andere Perspektiven mit einer Geschichte zu zeigen und neben den klassischen Textelementen halt auch den Nutzer oder den Leser oder die Leserin so ein bisschen Anreize zu schaffen, vielleicht noch nach weiteren Daten zu suchen zu dieser Geschichte. Die Idee von dem Wort Scrolly Map ist im Prinzip, dass die Karte im Vordergrund steht und dass man Interaktionen auf der Karte durch Scrolling hervorruft. Der Anlass bei uns oder warum ich mich damit beschäftigt habe, war zum einen eine Kundenanfrage und zum anderen hatten wir eine Woche Zeit in Holland auf der Klausurtagung, uns mit neuen Ideen zu beschäftigen und dort ist so ein kleiner Prototyp aus Svelte.js oder Svelte, wie man es korrekt ausspricht, und OpenLayers entstanden. Um Layers muss ich nicht erklären. Svelte ist letztendlich ein relativ junges JavaScript-Framework, relativ intuitiv zu bedienen. An alle Entwickler kann ich nur empfehlen, das mal auszuchecken. Was umgesetzt ist mit unseren Prototypen, man kann sich den Konfigurationskontext in einer YAML-Datei definieren. Der wird dann automatisch ausgelesen. Man kann die Map-View animieren, Rotation hinzufügen, Background- und Themenlayer hinzufügen. Und es wird Markdown-Content gepasst und gelesen. Also man kann auch Grafiken einbinden, Links und Videos. Und es gibt eine prototypische Umsetzung von einer Charting-Library, und zwar Apache E-Charts, mit dem sehr, sehr viele mögliche Visualisierungsmöglichkeiten möglich sind. Was noch hinzukommen könnte in der Zukunft, ist die Darstellung von 3D-Content, erweiterte Karteninteraktion oder auch die Darstellung von Vektorteils. So sieht das Ganze aus als YAML. Und ich zeige jetzt mal eine Live-Demo. Genau, nicht weit weg von Hamburg liegt das Schleswig-Holsteinische Wattenmeer. Ich gehe jetzt nicht zu sehr auf die Inhalte ein, die ich hier aufgemockt habe, aber zeig mal, wie so eine Animation dann aussieht. Man zoomt also die Karte etwas runter, es ist so eine Single-Side-Application, das kennt wahrscheinlich jeder, auch sehr gut darstellbar auf responsiv, sprich auf Tablets und auf Handys. Ich habe jetzt links erstmal Text und Bild, zoome etwas weiter. Man kann dann quasi für jeden Schritt immer ein neues Kartenzentrum und auch neue Layer definieren. Genau, wer im Anschluss noch Zeit hat zur Konferenz, dem empfehle ich nach Amrum zu fahren, da gibt es den größten Kniepsand. Und das wäre ein Beispiel für einen interaktiven Chart, also hier ist eine E-Charts-Komponente eingebunden und der User kann interaktiv den Charts bedienen und auch filtern. Hier sind exemplarisch die Seehund- und Kegelrobbenbestände zu sehen aus den letzten Jahren. Das wäre ein Beispiel für eine kleine Videoeinbettung. Das ist jetzt als iFrame eingebettet, aber man kann natürlich auch einfach Dateien auf dem Server liegen haben und die hier einbetten. Ich hoffe, es wird Ihnen jetzt nicht schlecht. Jetzt hat man eine kleine Kartendrehung, also das ist dann so eine klassische Rotation, nativ in Open Layers und eine Hervorhebung. Und als letztes Beispiel hat mein Kollege heute Morgen noch umgesetzt, Data Clustering. Hier ist einfach ein BFS-Layer, der geclustert wird mit Hilfe von OpenLayers. Genau. Und dann komme ich auch schon zur letzten Folie. Genau. Der Code, also ich lade natürlich das Ganze, ist Open Source. Es gibt ein Git-Repository, das man sich anschauen kann und eine Sample-Configuration, die ich jetzt auch gerade gezeigt habe. Genau, ich lade alle ein, daran mitzuwirken und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke nochmal für die tolle Demo und für die Füllung der Lücke im Open-Source-Bereich.